Wir haben es ja schon ziemlich. Hallo Schwein. Hallo Schwein. Ja, ich hab was gegen Schweine. Lass mich, okay. Bis hier hinten haben wir schon gebaut. Bis hinten haben wir schon gebaut. Ich glaube, irgendwo bis hierhin wollte ich. Ich weiß noch nicht, wie weit ich gehen wollte. Ich glaube, nur bis hierhin irgendwie. Einfach aus den Gründen, weil hier ist halt schon der Beach, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob es bis hin zu der Wüste möchte oder halt den Beach eingrenzen möchte. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass ich sehr viel terraformen muss. Vor allem das hier, das muss dann auch noch weg. Da hinten ist Zuckerrohr. Aber ich glaube mal, wir fangen jetzt einfach mal an zu bauen. Den Stack weg. So, hier ist. Ich muss kurz gucken. Da, Plains. 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 Hier ist Beach. Plains. 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 Warte, jetzt kann ich einfach. Ich glaube, da, wo ich hingucke, ne, dann. Nein, da wo ich stehe. Okay. Plains, 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 Plains. Plains, Plains, Plains. Beach. Es kann immer so eine Weile dauern hier. Aber der Zaun ist wichtig. Wenn wir so ein bisschen Beach rein haben, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich muss nämlich jetzt erstmal hier. So ein bisschen noch rüber. Ja, die Umrandung muss jetzt nicht unbedingt perfekt sein hier. Ja, mit der Blume, Dankeschön. Zack. Ich muss auf jeden Fall aus diesem Beach so ein bisschen raus. Sagt, ich muss aus diesem Beach irgendwie raus. Upala. Sagt, ich muss aus diesem Beach irgendwie raus und krebs ich mal weiter rein. Naja, so funktioniert das. Ja, wir sind ja fast da. Wir sind ja fast draußen. Ja. Ich glaube, hier hinten müsste dann Desert sein, ne? Wenn ich mich recht. Wir müssten fast da sein, auf jeden Fall. Ja, genau, da hinten ist Desert. Ja, siehst du. Müssen wir aber noch gucken, wie wir das dann am besten regeln, weil der Berg kommt ja hier, der Berg hier wird ja ein bisschen runtergesetzt dann einfach nur. Damit es halt auf der Ebene angepasst ist. Weil der Mitte, da wo die Windmühle steht, da ist so gesehen der höchste Punkt. Also die Berge werden so schon abgetragen. Weil der Zaun bleibt halt auf einer Höhe. Der Zaun bleibt auf einer Höhe und der Rest wird so ein bisschen abgetragen und abgeflecht. So wie hier zum Beispiel, das ist kein Problem, das kann ruhig so bleiben. So, aber hier, solche, die Hügel hier zum Beispiel werden so ein bisschen abgerundet. Da, das hier würde hier zum Beispiel wegkommen, weil das würde halt stören. Also, dass es halt ein bisschen schicker aussieht. Aber das ist alles, das kommt alles noch. Und bis jetzt will ich ja mehr diesen Zaun halt schon fertig haben, damit ich dann damit Ruhe habe. Ja, also, man will halt irgendwann mal damit seine Ruhe haben. Und bis jetzt sieht es eigentlich, aua, ganz gut aus. Damit, dass ich ein bisschen Ruhe bekomme. Was schön ist. Ja, das Laub ist auf jeden Fall. Der Laub ist. Hallo, Standbild. Okay.42, 48, 54, 60, 64. Ah, ich kann eigentlich noch ein paar mehr craften, weil ich brauche eh noch mehr wegen des Wasser. Machen wir nochmal so vier mehr. So. Haben wir schon mal 26, weil ich muss ja die Seeds da reinpflanzen. Bruchstein.
fast 264 Stacks, sollten reichen. Ich habe im Keller ein paar Frame Drops, aber nein, macht nichts. So, jetzt haben wir wieder natürlich einen Stack davon und einen Stack davon. Und wir werden das jetzt jede Folge, wir werden an jede Folge versuchen, eigentlich immer wieder daran zu arbeiten. Und wir werden jede Folge an diesem Zaun hier arbeiten, damit er irgendwann mal fertig ist. Ja. Wir können ja nicht die ganze Zeit herumtrödeln, kann man mal, sage ich jetzt mal. Ne? Wie hier zum Beispiel, das ist hier zum Beispiel schon ganz gut. Wir haben halt so eine Riesenfläche, die wir abtragen können. Und dann halt Ruhe haben. Naja, ich platziere erst wieder die Steinzäune. Halt das ist hier zum Beispiel müsste ich wieder ein bisschen abtragen, damit ich so viel Platz habe. Hier muss ich dann noch mit Erde tauschen. Und hier müsste ich dann auch noch weggraben trotzdem. Ich wollte jetzt nicht, dass das Town immer wieder so gleich aussieht mit so... Bla. Ja, ich habe die Spitzhacke einstecken. Mit so gleichen Mustern, deswegen... Habe ich das auch mal so hier gemacht. Na, wenn wir schon mal hier dabei sind. Können wir gleich mal auf den Zaun drauf, da können wir das besser platzieren. Ja, genau. Wir können das besser platzieren, dödö. Das sind Fische, Kabel, ja. Alter, als ob ich zu behindert bin dafür. Das ist eine Schildkröte. Ey. Ich werde das dort oben platzieren. Es sind doch bis nach 27, also komm. Bitte. Gib mir die Kraft. Wo habe ich mich verbaut? Aua. Als ob das schon wehtut, ey. Da habe ich mich verbaut. Dankeschön. Okay. Na, das ist, der Zaun ist wieder eins höher. Ey, der Zaun wird. Nein, ich mach's nicht mit aus Eisen. Aus Eisen wird's mir. Wird es mir zu lange dauern. So, dann machen wir uns eine neue Hoe. Hoe, hoe, hoe. Rüsten schon mal den Eimer auf die 3 aus. Und die Hoe dann einfach auch auf der 1. Wechseln wir mit den Dings. Bums. Ja. Genau. Hier kommt ein Holzblock hin. Hier kommt einer hin. Hier kommt einer hin. Hier kommt einer hin. Und hier kommt einer hin. Ich brauche Zäune. Oh, hallo. Bist du ein Neuer? Oh, du hast einen Hirnkorallenblock und Packeis. Hm. Aber sonst hast du nichts Spezielles. Tschüss. Kannst du nur nachts oder bei Gewitter schlafen? Ja, es wird gerade dunkel, auf jeden Fall. Wir haben sogar noch eine Schere. Nice, nehme ich gleich mal mit, falls mir irgendwie mal Schafe begegnen sollten und nicht diesmal für die Bäume verschwenden. Hier ist auch nochmal Bruchstein, ne? Mensch. Ich habe so viel Bruchstein. Ich habe sogar hier noch Zäune einstecken. Na, das ist da. Wir brauchen jetzt sowieso noch ein bisschen Eisen. Wir brauchen nämlich Laternen. Habe ich Fackeln einstecken? Ja, hier. Mal schauen, ob 5 Laternen reichen, aber sollten eigentlich. Zack, zack. Dann einmal hier an die Ecke. Ja, das. Ich weiß nicht, ob die mir dann das Feld noch zerstören. Irgendwann.
Der Villager macht, der reisende Händler macht sich also unsichtbar, wenn Monster da sind. Interessant. Wusste ich vorher noch nicht mal. Auch nicht schlecht. So, jetzt können wir uns schlafen legen. Ja, ich leg mich schlafen einfach aus dem. Phantome können wir uns später noch besorgen, keine Sorge. Das eilt nicht. Das eilt nicht. Halt, ich würde mir eine Hacke machen. Ich bin jetzt einfach mal so Alpha und mach die einfach mal aus Eisen. Ja. Du mich auch. Ich habe sogar noch eine Hacke einstecken. Ja, egal, habe ich jetzt zwei Hacken. Egal, habe ich zwei Hacken. Mein Gott. So, hier vorne brauche ich eigentlich nichts weiter. Da könnte man sogar fast das erstellen. Wie habe ich das eigentlich hier gemacht? Ich habe das 1, 2, 3, 4, 5. Oder was? 1, 2, 3, 4, 5. Oder habe ich hier Wasser darunter? Ah, oh, ah. Ich war schlau. Dass ich das jemals sage, ist sowieso schon ein Wunder. Dass ich jemals schlau war. Ei. Das habe ich clever gelöst, ey. Muss ich mir auf die Schulter klopfen hier. Uiuiui. Wir arbeiten es so ein bisschen vor. Okay. Machen wir erstmal hier. Dann kommt da hin. Dann kommt hier das weg. Und jetzt zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4. Passt sogar. 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich gucken, ob das hier unten auch noch bewässert wird. Also, das war dumm. Hier auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob es da noch bewässert wird. Und ich habe jetzt wahrscheinlich nicht die Setzlinge mitgenommen, ne? Ich bin natürlich mal wieder ein Held. Hallo, ich will das Feld erweitern, nimmt die Setzlinge nicht mit. Ja, danke. Warte, ja, brauche ich Böcken, jetzt brauche ich jetzt nicht. Ich muss ja die Stack Setzlinge los werden hier. Ich will ja den Weg fertig haben, damit ich den das wieder ändern kann. Den das wieder ändern kann. Deutsch, hallo. Ja, das sollte eigentlich, glaube ich, nass werden. Ohne Probleme. Genauso wie das hier. Auch wenn aus irgendeinem Grund das hier wieder sich geändert hat. Warum auch immer. Weil in der Regel ist da eigentlich Wasser. Ja, kann ich zeigen. Da ist Wasser. So, das war das. Ich mache das jetzt nur um den. Erstmal da, ne? Wir machen das dann später. Später verbessern wir das Ganze. So, wo ist die Erde? Da. Nein, nicht Axt. Erde. 1, 2, 3, 4. So, ja, komm, hier können wir verbinden. 1, du stehst im Weg. 2, 3, 4. Brauchst mich jetzt nicht anspucken hier. Ne? Könnt ihr mal bitte nicht im Weg stehen hier? Danke. Alter, der Händler geht mir gerade ein bisschen auf den Keks hier. Ich möchte doch bloß in Ruhe mein Feld machen. Ist das denn zu viel verlangt? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, die ersten Setzlinge sind schon weg. Der erste Stack ist schon wieder ein Stack-Setzling hier verbraucht, ne? Mensch. Das geht schnell. Ich weiß nicht, ob wir heute noch terraformen werden. Ich wollte eigentlich ein Haus bauen, ne? So viel dazu. Mir ist aufgefallen, als ich den Zaun gebaut habe, dass ich das eigentlich mir so ein bisschen destroyed habe. Aber macht nichts. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Was geht mir da hier auf jeden Fall auch noch rein?
überprüfen, ob wir das hier auch so machen können. So, 3, 4. Ist ja eh schon wieder Weizen nachgewachsen, dass wir jetzt ernten können, was wir erstmal nachpflanzen müssen noch. Alter, wie viel hier gewachsen ist davon, ne? Bis jetzt muss es noch nachpflanzen, weil wir brauchen das ja für das Lager unten. Und wenn ja in jedem Fass einen 64er-Stack haben. Weizen hier konzentrieren, ne? Ist wichtig. Dürfen wir nicht das falsch abbauen. Warum ist das hier eigentlich schon wieder weg? Ich glaube, der Typ hier macht mir ein bisschen einiges kaputt. Ich will ihn auch, aber auch nicht töten. Ich möchte keine unschuldigen Dorfbewohner töten. Nur weil mein Feld zertrampelt, heißt das nicht, ich muss ihn töten. Ich kann es immer noch nachpflanzen. Ja, ja. Oder ich Idiot mache einfach zu viel weg. Ja, das geht auch schon mit den Weizen hier. Mensch. Ein Imperium errichten wir hier mit Weizen. Ja, es sollte nicht so viel abbauen. Warum ging das hier eigentlich nicht? Warum habe ich das eigentlich nicht... Ja, Frage, warum habe ich das hier eigentlich noch nicht so platziert? Ich weiß, glaube ich, dass ich hier ein Wasserloch platzieren muss, damit hier das befruchtet wird. Deswegen machen wir das gleich mal. Können wir mal gucken, wie weit wir sowieso hier noch kommen. Schauen wir jetzt auch mal, ob das hier oben noch befruchtet wird, so ein bisschen. Also hier drüben auf jeden Fall, ja gut. Sehr gut, Wasser. Danke. Das ist auf jeden Fall, das kann ich hier wegtrampeln, das war falsch hier. So. Wie sieht es hier oben aus? Das ist, hier oben ist auch wieder was reif. Ja, sieht doch schon gut aus. So, 1, 2, 3, 4. Genau, hier ist das schon berechnet so, damit es passt. 1, 2, 3, 4. Zack, zack, zack. Wunderbar. Wie viele Stacks haben wir denn jetzt noch? Ah, nicht mehr allzu viel. Aber wir haben fast 2 Stacks am Weizen. Ich mache das jetzt noch bis zu diesem Haus hier fertig. Ne? Also so ist es nicht. Es ist halt nur sehr interessant, wie viel Ausbeute wir schon kriegen. Sieht aber schon gut aus, finde ich. Und den Weg hier und den ganzen Weizen. Und jetzt... Wenn es gewachsen ist, sieht das bestimmt richtig nice aus. Ich würde sagen, ich würde es einfach hier platzieren. So, 3, 4. Kann ich das hier wegmachen? 1, 2, 3, 4. Wenn ich ein paar Wasserlöcher mehr mache oder nicht, ist eigentlich egal. Ich glaube, jetzt platziere ich einfach nur noch. Eins hier hin. Da kommt hier drüben noch eins hin. Damit ich das hier alles wegkriege. Und dann eigentlich nur noch was hier hin, würde ich sagen. Dann müsste ich eigentlich an allen reinkommen. Ja, wir haben hier noch einen Stack Weizen hier. Also dreimal Wasser brauche ich noch.
Okay, da oben wird es nicht nass. Das heißt, ich muss dann hier oben noch bewässern. Okay, gut zu wissen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier.